Was gibt es denn im Schwefelviertel so Besonderes? Travina hat gesagt, dass wenn sich hier irgendwann noch diese Nekromanten rumtreiben, dann dort. Naja, also, das ist jetzt etwas. Natürlich, man kann man Knallelixier, man, die haben alle eine Erlaubnis dafür. Für Gifte, für Artefakte, für Heildinge. Ihr Und verkauft hier, Polymantie. ihr verkauft hier Gifte? Nun, was soll ich denn tun? Wenn der Baron es erlaubt, dann werde ich das auch stempeln und siegeln. Der Herr Baron von Exmoos ist zwar nicht hier, aber seine Verwaltung hat das ebenso abgesegnet wie er. Der Befehl kam von weiter oben. Ich bin nur die ausführende Hand, die den Stempel führt. Heißt das, ich kann für diese goldenen Plättchen Gift kaufen? Nein, ihr könnt Ja, das wenn ihr nicht. möchtet, gerne. Er redet ihm doch keinen Unsinn ein. Aber Wir das müssen ins nützt nichts. Schwefeldings da. Frau Sieglinde, ich habe noch eine Frage. Und zwar, wann genau habt ihr denn diesen Mord erhorcht? Das war vor etwas mehr als einer Woche, möchte ich meinen. Und zu welcher Tages- oder Nachtzeit? Nachts. Später Nacht. Ich bin davon wach geworden. Ich habe schon geschlafen. Und welche Geräusche genau hast du gehört? Nun, einen abgebrochenen Schrei und dann ein Knacken von Knochen. Und noch irgendwie Fußtritte oder sowas, die sich schnell entfernt haben? Nun, schwierig zu beschreiben. Es klang schon wie Schritte, aber nicht wie Leder, möchte ich meinen. Sondern wie was? Ich kann es schwierig beschreiben, wie Glas. Glas auf Sand, möchte ich meinen. Glas auf Sonne. Mit Glas kenne ich mich nicht gut genug aus. Oder Glas auf Sonne. Porzellan. Vielleicht war es auch Porzellan. Vielleicht hatten sie doch recht Kratzen. und das war ein Golem. Aber der ist doch nicht aus Glas, oder? Nein, der Golem vorne ist vorne in der, aus Stein. Aber wir haben einige Golembauer hier. Scheiße, alle. Und guckt bedrückt auf den Boden. In dieser Stadt ist so viel erlaubt. Ach, man kann es nicht begreifen. Vielleicht sollte der Preis diese Stadt vom Erdboden tilgen. Ihr seid sehr konservativ, mein Herr. Fügt euch doch den neuen Zeiten und heißt sie willkommen. Man kann damit viel Geld verdienen. Nun, dies ist nicht mein Bestreben, Geld zu verdienen, sondern die Lehren des Herrn Preis zu verbreiten, wie es sich gehört. Ja, und meine Aufgabe ist es, Geld zu verdienen. Und das funktioniert ganz hervorragend. Es kommen viele Leute von auswärts, die einen Golem haben möchten. Preis hilft. Ich habe Gerüchte gehört, dass im Süden, also weit im Süden, Golems existieren sollen, die ohne dämonischen Einfluss existieren können. Und das macht es besser? Nun, wenn die Erdmutter selbst diesem Wesen Leben einhaucht. Falsches Leben bleibt falsches Leben. In Und der mit Tat. Tsar hat das auf alle Fälle nichts zu tun. Und mit Boron auch nicht. Dieser Mord war furchtbar. Ich meine, man hat ja einen Puppenkopf angesteckt. Frau Sieglinde, weißt du, was mit dem Puppenkopf passiert ist? Das weiß ich nicht. Ich habe nur noch meine Schürze abgeworfen und über den Kopf gleiten lassen und danach war die Schürze ebenso weg. Genauso wie die Leiche. Die Wache hat sie mitgenommen. Ihr habt euch Furchtbar. der Leiche also genähert? Ja, selbstverständlich. Was glaubt ihr denn? Wenn da jemand am Boden liegt und ich der Wache rufe, dann gehe ich doch nachgucken, um zu helfen. Aber da war schon zu spät. Nun, habt ihr einen Geruch von Alkohol bemerkt an ihr? Nicht, dass ich wüsste. Das war schon etwas mehr als eine Woche her, aber das wüsste ich jetzt nicht. Nun gut. Aber hier laufen Und viele Betrunkene herum. Vor allem, wenn sie dann aus dem blutigen Widder kommen. Ein ganz furchtbarer Platz. Das Bier ist billig, der Schnaps ist stark und die Kundschaft meist besoffen. Klingt gut. Ich meine natürlich auf dem Boden bei der Leiche, da war dann bestimmt auch eine große Blutlache am Kopf, Ja, oder? selbstverständlich. Furchtbar. Aha. Ich habe noch nie so viel Blut gesehen. Also das ist dann definitiv an diesem Ort passiert.
Na, ihr habt sie schreien hören. Und dann knackte es. Und dann lief jemand weg. Oder etwas. Waren das schnelle Schritte oder langsame Schritte? Schon schnell. Mhm. Zumindest konnte er es nicht fliegen. Oder sie, oder er. Es muss ein geübter Kämpfer gewesen sein. Mit einem Schlag. Sie zu enthaupten. Welche makabere Seele würde einen Puppenkopf auf einen Körper setzen? Eine kranke Seele natürlich. Aber hört sich so an, als würden wir hier nicht weiterkommen. Sollten wir uns mal in der Taverne und im Schwefelviertel rumfragen, oder nicht? Ja, und bei dieser Wache, die den Kopf hat. Ja genau, bei dieser Garnison hier. Danke, Frau Sieglinde, das war sehr hilfreich. Nun, und ihr habt die ganzen Anträge vergrault. Das habt ihr ganz hervorragend gemacht. Herr Preis, jetzt können Sie früher Pause machen. Davon verdienen wir aber auch kein Geld. Und jetzt raus. Was hättet ihr in der Zeit an Geld verdient? Nun, sicherlich einen Dukaten. Ilion greift in seine Tasche. Dann verzeiht. Er legt einen Dukaten auf den Tisch. Na gut, dafür muss ich jetzt auch einen Antrag fertig machen. Ich kann es nicht einfach so einstreichen. Was erwartet ihr jetzt von mir? Ja, ist sie jetzt wohl eher entrüstet, dass du ihr einen Dukaten gegeben hast, aber sie streicht ihn trotzdem ein. Schüttelt noch ein bisschen mit dem Kopf und dann schiebt sie die restlichen Kirschen wieder rüber. Ich schüttel auch den Kopf und geh raus. Nun, ich brauch das Zeug nicht. Wenn du zu viele davon hast, ich nehme diese goldenen Plättchen auch, dann kann ich mir mehr Gift kaufen. Nein, ein Diener des listigen Sohnes hat bereits für mich, ich glaube, er nennt das ein Konto eingerichtet. Ja, Kontor. Kontor heißen die Dinger. Nun, auf jeden Fall, ich bringe ihm regelmäßig diese Goldmünzen vorbei und er bewahrt sie für mich auf. Ich glaube, mittlerweile sind es doch einige geworden. Wenn ich mich nicht verschätze, müssen es aktuell knapp 5000 davon sein. Also, was ich immer bauen kann. Ist das viel? Das ist zumindest extrem nervig, das Zeug dort abzuliefern. Du kannst es auch zu mir bringen, ich verwahr das auch sicher. Krogel ist sehr stark, der kann das tragen. Nein, es wird wohl ein Waisenhaus mitfinanziert. Dementsprechend ist es natürlich reingelassen. Warum steckt ihr die weisen Leute denn in Häuser? Nun, müssen sie ja wo? Sie meinen Waisen. Wie das, wo wir vorhin waren. Habt ihr gesehen, die Kinder, die davor gespielt haben? Ja, ein sehr fruchtbares Paar. Hm? Sie haben keine richtigen Eltern mehr, deshalb leben sie bei ihnen. Hm. Das sind Waisen. Ja, mein Lehrmeister meinte, dass solche Häuser durchaus die Unterstützung von unsereins erhalten können. Und dementsprechend, nun, wenn ich was übrig habe, bringe ich es meistens zu einem solchen Haus. Ja, das ist doch schön, dass auch ihr Menschlinge ein bisschen die Kinder in der Gemeinschaft erzieht. Nun, es sind Kinder, die über uns wachen, nicht wahr? So, dann widmen wir uns mal wieder dem Problem. Wollen wir uns hier aufteilen, die verschiedenen Orte abklappern oder wollen wir was anderes probieren? Ich würde mich auch dazu bereit erklären, mich in im Gasthaus zu besaufen und dann schauen, ob mich des Nachtens, wenn ich an den Straßen herumlaufe, jemand aufgreifen will. Wenn sie den großen Mann getötet haben, dann solltest du dich besser nicht alleine aufmachen. Ich habe sicherlich schon Schlimmeres getötet, als das, was sich dann entgegenstellt. Einen Mann beim Pissen zu überwältigen, das kann wohl jeder. Ich kannte meinen horasischen Barden, der irgendein Lied gesungen hat vom Weg von beim Pinkeln gemeuchelt oder so. Ein seltsamer Mensch. Aber grundsätzlich ist es eine gute Idee, ins Gasthaus zu gehen. Ich würde euch begleiten. Ah, ich schaue ein bisschen missgelaunt zu dir rüber.
Ich habe keinen Kommentar über die Mengen, die ich trinke, weil ich trinke alles, weil ich es trinken will und nicht, weil ich es trinken muss. Natürlich, so wie Raya es vorsieht. Wo bleibt ihr denn? Ich stecke meinen Kopf wieder rein. Ja, wir kommen. Geht's den Schweinen hier draußen gut oder hat die wütende Meute sich da irgendwie dran vergriffen? Ich habe auf die Schweine nicht geachtet. Das ist aber sehr unhöflich von dir. Nun, das sind Schweine. Es sind nicht irgendwelche Schweine, es sind Ronner und Born. Eben. Du sagst doch immer so, oh, man muss die 12 Götter ehren, jetzt hast du die Chance, die zu ehren und dann machst du nicht. Man ehrt die 12 Götter nicht, indem man auf Schweine aufpasst. Ja, sie sind Teil unseres Stammes. Das macht es nicht viel besser. Ja. Glaubst du kannst was erschnüffeln, wenn du an diesem Puppenkopf riechst? Ich hoffe es. Also falls nicht zu viele Leute den angefasst haben in der Zwischenzeit, dann ist das möglich. Aber ihr könnt so gut riechen wie Hunde? Nein, besser. Ihre Nase ist tatsächlich beeindruckend, aber Gorgels Ohren sind mindestens genauso gut. Bin ich irgendwo, was weiß ich, 50, 60 Schritt von ihm entfernt bin und furze, dann höre ich ihn immer kichern. Das klingt aber auch lustig, wie so eine kleine Tröte. Ja, von eurer Position aus sind es nur wenige Schritt zur Taverne, wenn ihr euch dort umsehen möchtet, oder aber auf der anderen Seite der Stadt zur, Kommandantur, Kaserne ist es nicht wirklich, die Garnison, die kaiserliche Garnison. Wollt ihr wohin? Aufteilen? Zusammenbleiben? Naja, wenn wir schon hier sind, würden wir wahrscheinlich erstmal zum blutigen Widder gehen, wenn es der war, ne? Genau, korrekt. Ja, wenn ihr die Tür aufmacht, könnt ihr viele Söldner dort erkennen, die Weisheiten austauschen, betrunken sind, in verschiedenen Zuständen, von bereits eingeschlafen, zu aggressiv, zu lustig, also in jeder Tages- und Nachtform wird mir die Söldner hier antreffen. Und am Brunnen rülpsen und wurzen macht fruchtbar, habe ich gehört. Meine Mutter sagt, aus Pfützen trinken macht gesund. Das stimmt, Pfützen sind lecker, die haben viel Geschmack. Das kommt auf die Pfützen drauf an. Meine Mutter sagt immer, mit Kindern eine Waffe zu schmieden, da freut Ingram. Neulinge. Setzt euch, wir haben noch Platz hier. Das Bier ist billig und der Schnaps ist gut. Wie gut ist die Taverne besucht? Voll, also sehr voll. Also du siehst doch, dass einige Leute, die eingeschlafen sind, die einer der Wirte würde die wohl auch irgendwie an den Rand setzen und nicht nach draußen ins Kalte, wo der teilweise Schnee auch liegt, aber vor allem setzt man ihn irgendwie von den Stühlen weg an den Kamin und lehnt sie da an die Wand dran. Die lassen das doch mit sich machen, wenn sie eingeschlafen sind. Aber neue Schnee in jeden Ahnen zu gedenken, das führt zu gar nichts. Ronga, was wollten wir hier noch einmal in dieser Kaschemme? Ja, wir wollten uns aber nicht umhören. Wenn die Gestalten, die hier tot aufgefunden wurden, erschienen genau wie die Gestalten, die hier auch trinken würden. Vielleicht werden hier die Opfer ausfindig gemacht. Vielleicht solltet ihr mit diesen Leuten hier sprechen. Ah ja, natürlich. Natürlich bei Zeiten, Priodur, aber erstmal trinken wir was. Wirt! Hier ja, rein. Komm gleich! Ja, könnt sehen, wie der wohl gestikuliert und dann kommt eine Schankmagd heran. Ja. So, für jeden uns hier Neuankömmlingen ein Becher mit eurem Bier und dann ein kleines Becherchen Schnaps. 6 Kreuzer. Habt ihr Tee oder etwas ohne Alkohol? Wasser. Also ich kann da auch Salz oder so reinmachen. Das sind jetzt halt keine Kräuter oder so, aber... Kräuter habe ich selbst, aber ja, ich nehme jetzt Wasser. Ja, dann Wasser und Bier, dann sind es 5 Kreuzer.
Ja, damit geht sie wieder weg und verschwindet wieder in der Küche. Jillion, Bier hat noch niemanden geschadet. Warum stellst du dich jetzt so an? Weil ich bereits von einem kleinen Bier komplett sturzbesoffen werde und nicht mehr laufen kann. Zaron. Lassen wir das. Das ist witzig, das will ich sehen. Zaron, eine der Söldnerinnen, knuffte so ein bisschen in die Seite, so ein bisschen liebevoll. Ach, bei Vollmond auf eine Leiter steigen, macht satt, habe ich gehört. Ihr seid ja aber völlig falsch, oder? Als Tage weiter? Oh, ihr setzt euch doch zu uns. Ich dachte mir schon hier unter den ganzen Freunden Kors, aber nun, auch Zar gehört dir die Verehrung und ich denke, wir werden uns gut verstehen. Wollt ihr nicht auch ein Bier? Ich trinke schon genug, keine Sorge. Wie heißt ihr denn? Also, ich bin Zaron. Und würde dir mal einen Stuhl anbieten. Ja, ich bin Firushane. Kommt ihr von hier? Nee, wir kommen alle nicht von hier. Wir sind angeworben, aber wir sind schon eine ganze Weile hier. Temir Damacht ist unser Hauptmann. Naja, und der wurde von Arnhild von Darbonia angeworben und deswegen sind wir hier. Gutes Geld. Auch wenn wir nicht wirklich viel zu tun haben, der Golem macht eigentlich das meiste. Die ganzen Leute, die versuchen hier irgendwie die Stadt einzunehmen, viele sind schon gescheitert und deswegen ist das, ich sag mal, eine neutrale Stadt. Und du bist so eine Tulamidin? Ja, kennt man doch am Namen, oder? Du bist ein Goblin. Von euch habe ich ja schon ein paar kennengelernt, die gibt's ja bei uns nicht. Genau, eigentlich heißt es ja Sula. Goblin ist das, was die Menschen zu uns sagen. Sie zuckt mit den Schultern. Und dann hat Zaron eine Hand auf dem Bein. Ich glaube, sie mag dich. Sie will Schweinereien mit dir machen. Wir sagen nicht ja, Schweinereien machen, wir sagen Spaß haben. Ja. Ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt. Ich fürchte, dass wir heute Abend dafür aber keine Zeit haben. Doch, du kannst wegbleiben. Ich erlaub dir das. Das ist zu freundlich von euch, Goblin. Wie war das nochmal? Ich hab gedacht, ihr Zargeweihte huldigt der Reihe genauso wie wir. Oh, gerne will ich euch Zars Geschenk machen, aber wir haben heute Abend eine andere Pflicht zu erledigen, um dafür zu sorgen, dass andere Funken mich erlöschen. Ach so, Vielleicht mögt ihr uns dabei begleiten. Ihr seid wegen den Morden hier. Richtig. Was wisst ihr darüber? Darüber darf ich ja gar nicht sprechen. Das wurde mir ja verboten. Ja, jetzt legt man ihr eine Hand auf Schenkel. Oh, von wem denn? Na, von unserem Hauptmann. Temir Aldamacht. Ich dachte, den Namen habe ich gerade eben gesagt. Ja, ich wusste ja nicht, wer euch das verboten. Ja, also, unser Hauptmann, Frau Firushane, ich verspreche, ich sag dem nichts davon. Ja, warum, wie gesagt, ich darf ja gar nicht darüber reden. Das ist ja verboten, darüber mit Fremdländern zu reden. Naja, wir sind ja keine Fremdländer, wir sind ja von hier. Warum wurde es denn euch verboten, darüber zu reden? Naja, weil sonst keine fremden Leute mehr in die Stadt kommen, wenn man hört, dass einfach Fremdländer hier umgebracht werden. Das durfte ich euch jetzt gar nicht sagen. Das wussten wir bereits, von daher macht es nichts. Ja, dann ist ja gut. Wir sind extra in der Stadt, weil Fremdländer hier umgebracht werden, also Vorteil hat's ja auch. Aber sagt, wo finden wir denn euren Hauptmann? Lasst ihr euch gerne umbringen? Der Goggelmoggel hat einen guten Riecher. Sie kann das bestimmt herausfinden. Ja, ich sehe zumindest gerne dabei Leuten dabei zu, wie sie es versuchen. Ach so, ja. Ich bin sicher, dass die Wandelbare uns vor den bösen Fängen von dieses Täters verbergen. Ich hoffe nur, dass wir ihn früh genug finden, bevor wieder jemandem was passiert. Ja, keine Sorge, wahrscheinlich wird er euch finden. Es waren wohl zwei der Opfer sogar betrunken. Hast du sie vielleicht gesehen, bevor ihnen was passiert ist? Davor gesehen nicht, aber danach. Es ist nicht mehr viel übrig geblieben. Aber ihr sagt gerade, er wird euch finden? Naja, schon, oder nicht? Also, wenn man einen Treuzacker umbringt, muss es ja schon ein anderer, wahrscheinlich ein Treuzacker gewesen sein. Es könnte ja auch eine sie sein, also eine Frau. Na, das ergibt doch gar keinen Sinn. Frau. Na, Frauen sind viel schlauer als Männer.
Richtig. Also, sie sind zwar genauso stark, aber jeder weiß, dass Frauen einfach klüger sind. Richtig. Ja, umso eher... Wir verstehen uns gut. Umso eher könnte sie einen Trollzacker überwältigen. Mit Stärke und Intelligenz. Ja, aber Männer sind die Brutalen. Wir Frauen sind einfach liebenswert und würden sowas nie machen. Nicht mal, wenn wir Alkohol getrunken haben. Was hat euch denn überhaupt zu diesem Söldners Handwerk getrieben? Vielleicht solltet ihr auch etwas einen anderen Weg einschlagen, wenn euch so etwas nicht gefällt. Na, die Herren Ronda? Klingt ganz so, als wärt ihr auch für das für ein anderes, schöneres Amt geeignet. Nein, nein. Bei uns in den Tulamidenreichen verehren wir Rondra und Raya. Naja, und dann sind wir halt hier nach Norden gekommen und hier wird dann auch Chor noch hochgehalten und naja, ich habe jetzt gehört, dass die Zageweiten auch gerne bumsen und ja. Wir Sulak machen sowas auch gerne. Ja, siehst du? Ich auch. Das macht nämlich Spaß. Ja, richtig. Natürlich. Jeder sollte Sie schaut dir wieder eindringlich in die Augen und drückt mal so ein bisschen mit ihrer Hand zu, so nach dem Motto, jetzt komm schon. Ich trete Zaron unterm Tisch. Ja, er läuft jetzt halt ein bisschen rot an. Ey, vielleicht später, ja? Ihn scheint das so ein bisschen peinlich zu berühren. Ja, aber ich hoffe nicht, dass du dann heute Abend umgebracht wirst. Das wäre nicht gut. Gerade wenn du jetzt Bier mit mir trinkst und dann betrunken bist wie die anderen. Ja, zumindest die beiden, ne? Der Zwerg und der Trollzacker. Die Norbaden hat er ja gar nicht getrunken. Ich werde darauf achten, dass er nicht umgebracht wird. Haben der Zwerg und der Trollzacker hier getrunken? Ja, klar. Wie all die anderen auch. Also, die Fremdländer halt. Das und ist halt so eine Billigkaschemme, sag ich mal. War die Norbadin auch hier und hat sie hier nur nichts getrunken oder hat sie sich hier gar nicht blicken lassen? Nee, die war hier gar nicht. Ich glaube, jemand, der Händler ist, der würde dann eher im Baron Kratosch schlafen, vermute ich. Das ist halt das bessere Haus hier. Aber ich glaube, sie hat den Dravia-Tempel besucht und den Kindern eine Freude gemacht mit irgendwelchen Honigbonbons. Sie war einfach eine nette Person, so. Jetzt ist sie tot. Ja, wurde uns auch schon erzählt. Na, dann kommen wir hier wohl nicht wirklich weiter. Dann trinken wir wohl noch 3-4 Bier. Vielleicht sollten wir unser Erkundigen fortsetzen, bevor wir uns hier festtrinken. Ja, aber wenn ihr ihn fangen wollt, dann betrinkt euch doch einfach und dann geht einfach einzeln in die Gasse. Dann kriegt ihr das bestimmt auch schon hin. Dann werdet ihr bestimmt auch ermordet. Sollte ich jetzt gar nicht sagen, oder? Eine sehr dumme Überlegung. Aber das war auch mein Plan. Die Frau ist sehr schlau. Wir sollten auf sie hören. Nein, ihr sollt uns nicht betrinken. Also, wie kommt ihr darauf? Naja, aber was wollt ihr denn sonst hier? Wenn ihr den Mörder fangen wollt, müsst ihr euch betrinken. Anders geht das nicht. Zaron, du solltest mit ihr Liebe machen. Siehst du, der Goblin sagt das auch. Immerhin hat sie uns geholfen und sie scheint ja daraus Spaß zu haben. Also solltest du das mit ihr machen. Oben gibt es einen Schlafraum für 22 Leute, da können wir hin. 22? Das ist ja angenehm. Das ist vor allem eine große Menge Vielfalt, mein Lieber. Ja, dann kannst du dir jetzt vorstellen, dass es ein paar Gaffer geben wird. Ach, das sollte nicht so schlimm sein. Darf ich zugucken? Was glaubt ihr? Wir würden uns hier in einem Travier-Gefilie im Gasthaus. Nun ja, vielleicht nicht ganz, aber. Mit Travier hat das hier gar nichts zu tun. Aber wir können nicht einfach zuschauen. Also, willst du wirklich auch nicht machen? Was? Nein, natürlich nicht. Aber wenn der Plan ist, dass wir sowieso heute Nacht uns ihm stellen, es wäre schon schlecht, von dieser Welt zu gehen, ohne Zars Funken weiterzugeben. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber ich bringe euch jetzt ein wichtiges goblinisches Wort bei. Honka Honka, das heißt so viel wie geht los und habt Spaß. Ja gut, dann nimmt man sie jetzt an der Hand und geht mit ihr nach oben. Und wieder eine gute Tat vollbracht. Auch wenn eure Setzung von Honka Honka jetzt nicht unbedingt ganz der Wahrheit entsprach, aber es war nichts. Okay. Dann, Zaron, gib mir nochmal eine Betörenprobe für die nächsten 1W100 Minuten. Ja, Gesellschaft war es, ne? Immerhin 76 Minuten, nicht schlecht.
Körper. Was auch immer du da tust. Also die Betörenprobe ist halt wichtig. Wo muss ich drücken, um die zu werfen? Warte mal. Körper. Ich bin jetzt auf Gesellschaft. Doppelklick auf den totalen Wert. Boah, 4 Punkte. Okay, gut. 1000 AP hat dein Charakter, ne? Ja. Ja, 76, also sie bringt dir viel bei, sagen wir so. Sie bringt dir viel bei. Und die anderen können dann eine Stunde unten sitzen, warten darauf, dass Zaron irgendwann wiederkommt und sind dann überrascht, dass es doch so lange dauert.